für die deutsche Nation auf die üblichen Schwarzwald-Mädels verzichtet. Das auch sicherlich aus gutem Grunde. Es ist eine friesische Tracht, die wir hier zeigen, wenn auch unsere Welt. Oh, kommt aus dem hohen Norden, aus Deutschland, diesmal frisch auf die Pauke gehauen. Wir begrüßen von Kiel, von oben zu uns gekommen, das Marinemusikkorps Ostsee. Wir werden einiges über Schiffe lernen. Und ich denke mir mal, Sie werden sich sicherlich auch fragen, was macht eigentlich ein Marinemusikkorps so das ganze Jahr über ab? Nun, ich kann Ihnen sagen, die Herren sind wirklich ausgebucht bei Platzkonzerten, Wohltätigkeitskonzerten, Bällen. Auf all diesen Veranstaltungen sind sie dabei. Natürlich großen Geschäft bei der Kieler Woche zum Beispiel. Überhaupt, wenn irgendwo an der Ostsee ein Schiff ein- oder ausläuft, dann spielen sie zur Begrüßung, haben viele Fernsehauftritte, nehmen Schallplatten auf, Musikkassetten. Also rund um das Jahr gibt es immer wieder Korvettenkapitän Manfred Peter. Das Marinemusik der Ostsee begrüßt sich mit seinem Parademarsch Gruß an Kiel. Nun aber langen los und Anker auf. Thank you.
das Musiko hat sich zu einem Schiff formiert. Der Kapitän geht an Bord. Unter dem Klängen des Marinepräsentiermarsches werden Flaggen und Wimpel gehisst. Das Schiff auf große Fahrt. Das Schiff ist in seinem Heimathafen Mönchengladbach wieder eingelaufen. Flaggen und Wimpel werden eingeholt. Der Kapitän geht von Bord.
ich jetzt noch Seitenfenster aufmachen kann lassen, um einen MJ Roadster Baujahr 1957, auch ein flottes Auto, 150 km/h, galt damals in den 50er Jahren als Traumwagen der jungen Leute. Ich würde sagen, auch heute, wenn Sie damit noch am späten Abend, am Samstag, wo ihr alle in der Stadt gesehen werden wollt, die Köln sind die Ringe, hier gibt es sicherlich auch eine große Klavierstraße, dann überfahren, werden Sie auch heute noch aufsehen.